Ein schattiges Plätzchen unterm Baum und das mitten in der Stadt. Ein eher seltenes Bild, denn extreme Witterungen, wie wir sie durch den Klimawandel immer häufiger erleben, sowie städtische Baumaßnahmen führen dazu, dass es immer weniger Stadtbäume gibt. Warum diese aber enorm wichtig sind, hat uns Richard Merkner vom Bund Naturschutz erklärt. Sie sorgen für frische Luft, sie sorgen auch dafür, dass es uns psychisch besser geht und deswegen sind mehr Bäume, mehr alte Bäume ganz wichtig, gerade in Zeiten des Klimawandels, gerade in Zeiten, wo wir jetzt derartige extreme Hitzen erleben, dass wir jeden Baum dringend brauchen. Denn wenn man sich vorstellt, ein einziger großer Laubbaum kann an einem Tag 400 Liter Wasser verdunsten, das ist wie eine Klimaanlage, nur ohne Strom. Eine Baumschutzverordnung könnte den Erhalt vieler Bäume sichern. Bisher gibt es diese jedoch nur in wenigen bayerischen Städten. Wenn es nach dem Bund Naturschutz geht, muss sich das dringend ändern. Wir fordern, dass in den Städten und Gemeinden Baumschutzverordnungen verpflichtend werden und dass auch die bayerische Staatsregierung erkennt, wir müssen erheblich mehr für den Baumschutz tun. Und wir wollen, dass wir weniger Parkplätze für Autos und dafür mehr Platz für Bäume bekommen. Das ist uns ganz wichtig. Und für die Bevölkerung bieten wir ein Baumtelefon an, denn viele haben Sorge wegen der Verkehrssicherungspflicht oder weil der Nachbar sagt, der Baum muss weg. Da bieten wir als Bund Naturschutz Beratung an, damit die Bäume eine Überlebenschance haben. Von 2010 bis 2017 verzeichnete München trotz Ersatzpflanzungen einen Nettoverlust von etwa 17.000 Bäumen. 50.000 will der Bund Naturschutz in den nächsten Jahren wieder nachpflanzen. Das Problem daran? Es gibt keine Fläche. Und das bedeutet nicht nur weniger frische Luft für Menschen, sondern auch weniger Lebensraum für viele Insekten. Das Insektensterben, das ja in aller Munde ist, findet nicht nur auf dem Land statt durch die intensive Landwirtschaft, sondern mittlerweile auch in den Städten. Vor allen Dingen in München kann man sehen, durch die massive Bebauung von Grünflächen und das Fällen von Bäumen. Weil Grünflächen und Bäume sind Heimat für Insekten und wenn die wegfallen, dann sind auch die Insekten weg und damit später auch die Vögel, die die Insekten fressen. Deswegen haben wir in München auch schon einen Rückgang der Vögel. Bei Fragen zur Verkehrssicherheit von Bäumen, zum Baumschutz auf Baustellen oder bei Nachbarschaftsstreitigkeiten steht Ihnen der Bund Naturschutz mit seiner kostenlosen Baumschutz-Hotline zur Verfügung.